Am 3. März spielten die Wismar Bulls in der Sporthalle der Rudolf-Thanow-Schule gegen die Basketballer des SV Grün-Weiß Schwerin. Eine Partie in der U12-Klasse. Schwerin ist sehr groß für das Alte, also wirklich riesengroß. Selbst für Basketballverhältnisse haben die ein paar recht große Kinder, die auch ganz gut sind. Wir sind ein bisschen kleiner, ein bisschen schneller. Mal gucken. Aber im Endeffekt in dem Alter geht es für die Kinder in erster Linie darum, ein bisschen Spaß zu haben. Und der Leistungsgedanke ist noch nicht ganz so ausgeprägt. Also klar, ein bisschen sind sie im Wettbewerb, wollen sie alle gewinnen und Punkte machen, aber ist noch nicht das Allerwichtigste in dem Alter. Die Kinder spielen jeweils 4 gegen 4. Die Körbe sind etwas runtergesetzt auf 2,60 Meter. Das Spielfeld aber ist unverändert. Damit haben die jungen Basketballer viel Platz zum Laufen. Der Größenunterschied der Schweriner machte sich auch auf der Punktetabelle bemerkbar. Die Nachwuchsbasketballer haben noch viel zu lernen. Beim PSV Wismar können die Kinder sich weiterentwickeln. Der Verein ist sehr gut aufgestellt. Eigentlich sind wir so gut aufgestellt wie noch nie. Also wir haben mehr Trainer als wir je hatten, mehr Kinder als wir je hatten. Wir kommen so ein bisschen mit dem Wachstum gar nicht mehr hinterher. Aber es sind so Luxusprobleme, die haben uns lange gewünscht. Insofern wollen wir uns nicht beschweren aktuell. Ja, U12 haben wir eine Mannschaft, U10 haben wir noch genug Kinder, U14 zwei Mannschaften, U16, U18 noch Herren. Das große Vorbild für die jungen Basketballer sind natürlich die älteren Mannschaften. Die PSV Wismar Bulls spielen in der Landesoberliga und sind dort ungeschlagen.